Eine Firmenübernahme kann herausfordernd sein. Und zwar von der ersten Beschlussfassung bis zum letzten kleinen Detail. Einer, der das gerade begleitet hat und darum weiss, von was er redet, ist er. Mein Name ist Fabian Brütsch. Ich bin der Geschäftsführer von JDMT Training AG. Das ist eine Tochtergesellschaft von JDMT Medical Services und ist entstanden aus der Übernahme von Vicky und Ambühl Anfangs 2022. Wir kombinieren so jetzt ungefähr 40 plus Jahre an Ausbildungserfahrung in einem Unternehmen und tun uns im Ersthelferbereich engagieren, haben aber auch zum Ziel, um noch weiter aus andere Ausbildungsformate künftig können anzubieten. Ja, die zwei Unternehmen haben natürlich ihre eigenen Philosophien gehabt, eigene Kursformate und haben zwar generell in die gleiche Richtung Schulungen gegeben. Nichtsdestotrotz geht es jetzt darum, die zwei Angebote zu vereinen. Das ist aber ein Prozess, der sicher noch nicht im 2022 wird abgeschlossen werden. Das heisst auch, das Kursangebot von Vicky und Ambühl am Standort Olten und bei den externen Kunden aktuell noch genau gleich weitergeführt wird, auch mit den gleichen Instruktoren. Und dann aufs 23 Jahre insbesondere auch durch das, dass dann die IVR-Kursrichtlinien voraussichtlich abgeändert werden, das ganze Angebot vereinheitlicht wird und dann wir wirklich als ein Unternehmen können auftreten. Was sind denn die wichtigsten Herausforderungen in so einem Prozess? Ja, die wichtigste Herausforderung meiner Meinung nach ist, dass man das Personal mitnehmen kann, dass man insbesondere von der aufgekaufte Firma, also von Vicky und Ambühl, die langjährigen Dozenten kann behalten mit ihrer grossen Erfahrung, die sie über mehrere Jahre haben können sammeln, kann mitnehmen, kann begeistern auch für die neue Firma, für die neuen Ausbildungsabläufe, die zwangsläufig werden kommen. Das habe ich das Gefühl, ist das Wichtigste. Gibt es aus all diesen Erfahrungen auch Tipps für andere Unternehmen? Ja, sehr ein grosser, wichtiger Punkt ist, dass man weiss, wo man welche Informationen bekommt, dass man sich traut zum Fragen und auch beharrlich bleibt, wenn man auf eine Antwort wartet tut. Weil allein ist das unmöglich zu bewerkstelligen. Es sind verschiedene Stellen, intern und extern, in so einer Übernahme involviert. Und dort muss man dranbleiben, dass das gut über die Bühne geht. Mehr zu sicheren Firmenübernahmen und zu den Erfahrungen von Fabian Brütsch lesen Sie auf safety-security.ch.